Sommer-Sonnenwenden-Showdown. So ist. Servus Leute, ich bin's der Rolli. Und fahren wir den Trial Event. Würde ich mal sagen. Wenn's lohnen wird. Ja, geht doch. Mit einem Peugeot 205 T16 in der Forza Edition. Ich hab den ganzen Trial Event vorher schon mal probiert. Ist ein totaler Reinfall gewesen mit dem Peugeot 205, den wir letzte Woche gewonnen haben. Ist halt eine komplette Schrottkarre. Auch wenn es eine Forza Edition ist. Jetzt probieren wir mal mit dieser Forza Edition. Gleiches Land, gleiche Motoraufstellung, aber diesmal Allradantrieb und in der Pikes Peak Lackierung. Wir fahren leider in der A-Klasse bei Weitem nicht so viel Leistung wie im Pikes Peak. Aber wir probieren das Beste draus zu machen. Wir haben Allrad, Rallye-Reifen. Hab so viel wie geht eigentlich in Leistung gesteckt, auch wenn es nicht viel ist. Aber die Pikes Peak-Teile drücken die PI ziemlich runter. Und was haben wir hier? Drei Subarus, ein Manta, ein 959er Porsche und meinen 205 T16. Was haben wir im Driver-Team? Vier 205er Peugeots in der Forza Edition, Manta und ein 959er. Leistungsbereich, nicht einmal einer davon in auf 800 aufgepasst. Der Manta ist am nächsten dran, obwohl der Manta mit Heckantrieb ziemlich Probleme haben wird. Die Subarus, keine Ahnung, die sind alle serienmäßig bei den eigenen Leuten. Der 959er ist aufgebaut, so wie es ausscheint, und der Manta auch, aber der Manta wird auf Schotter ziemlich Probleme haben. Wir fahren hier natürlich alles Pfad und Rallye-Events, also gemischt Asphalt und Schotter. So, da. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Das ist jetzt Pikes Peak geflogen. Das ist ein Wahnsinn. Er blockiert das halbe Sichtfeld. Wir haben jetzt auch wieder Allrad. Gegenüber, wo ich es letztens probiert habe, war das ein Heckantriebauto. Zwar auch mit Mittelmotor, also der Grip war nicht so schlecht. So, der Manta ist schon mal raus, hat einen Checkpoint verpasst. Ich bin auf Platz 3. Zwei Driver da vor mir. Zwei 2,5er Peugeots gleich wie ich, aber nicht so stylisch unterwegs wie ich. Mit den dicken Bikespeak Flügeln und der Bikespeak Lackierung. Aber jetzt so vom ersten Fahren muss ich schon sagen, der 2,5er Peugeot ist doch einiges angenehmer zu fahren als der Renault 5 Turbo. Wo der Renault 5 eindeutig viel breitere Reifen oben hat. Ich fahre ja Standard-Serienbreite mit Rallye-Reifen. Was anderes kann man bei der Forza Edition eh nicht fahren, also Rallye-Reifen oder Rennreifen. Also mit Serienreifen ist da eh nichts zu machen. Und der Subaru-Kollege ist mir ziemlich nah dran. Letzte Woche hatten wir den Auto Quattro in der B-Klasse. Da hatte ich ein reines Grip-Build, bin gut durchgekommen. Jetzt mit einem relativen Power-Build. Mit dem 2,5er Peugeot. Wie gesagt, relativ Power-Build, weil ich fahre immer noch Allrad und Rallye-Reifen. Aber sonst habe ich so ziemlich alles in die Karosserie gesteckt, die PI runterdrückt extrem. Und den Rest in Leistung. Hat natürlich noch Getriebe und Kupplung. Ja, da merkt man so auf der Geraden, ja, dass die Pikes Peak Era bietet einen ordentlichen Luftwiderstand. Deshalb drückt die PI, glaube ich, auch so runter, aber bei solchen Strecken meist eher egal. Top Speed ist hier nicht unsere Sache, sondern Beschleunigung und halbwegs angenehme Kurvenlage. Eieiei, nichts ausgeschlagen, hängen geblieben. Aber so wie es aussieht, ist es den anderen nicht viel anders ergangen. Sau, den ersten Platz durchdrücken. 80% geschafft. Die letzten 20 packen wir auch noch. Einfach sauber und gewissenhaft durchfahren. Nicht zu viel Blödsinn anstellen. Die Sache ist immer mit dem Autos mit kurzem Radstand immer relativ gefährlich. Und ab geht's auf die Endgerade. Und das wird eine enge Partie zwischen Team Blau und Dream Driver da. Ich habe meine Teile erfüllt mit dem ersten Platz.
Mal schauen, ob sich noch was tut. 20 Sekunden haben wir noch. Aber so es ausschaut, müsste der letzte Subaru liefen. Sonst, ja, ist das ein Sieg für Dream Driver Dari. Leider haben wir schon mal einen schlechten Start. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich habe den ersten Platz errungen, aber leider ist mein restliches Team wieder, naja, sagen wir so, schlecht. Hoffentlich gewinnen wir die nächsten beiden Rennen. Ja, exploded der 205er. Diese Gruppe B Homologationsautos sind ja ein Wahnsinn. Mussten höchstens 200 gebaut werden, dass du damit fahren darfst. Und nochmal 20, wenn du eine Evolutionsstufe brauchtest. Die goldene Zeitalter des Rallyes, aber sehr gefährlich. Sehr viele Tote. Unter Fahrern und Zuschauern. Im Forza kann das alles nicht passieren. Aber das nimmt auch so ein bisschen die Spannung raus. Auch kein Schadensmodell. Man kann zwar Simulationsschaden einschalten, aber das ist eher so eine Sache. Man will, glaube ich, in diesem Spiel nicht mit Simulationsschaden fahren. Also sobald einer das Heck verräumt, hat man das ganze Rennen schon verloren. Los geht ab ins zweite Rennen. Hoffentlich schlägt sich mein Team ein bisschen besser diesmal. Ich probiere natürlich wieder den Win zu holen. In der Kurvenfahrt ist die Pikes Peak aber doch nicht so schlecht. Wohl, dass mir optisch gesehen die normale 205 Evo, Evo 2 Aero eindeutig besser gefällt. Auch vom PI-Standpunkt her musst du die Pikes Peak fahren, wenn du die normale Peugeot 205 Evo Aero fährst, hast du ungefähr 30 PS Wing unter der Haube. Das ist schon relativ viel. Ja, und die Driver da sind heute wieder relativ flott unterwegs. Hoffentlich können wir im Schotter was aufholen. Ja, an manchen Strecken sind die Unbeatable Driver da auf jeden Fall komplett overpowered. Da brauchst du mindestens 50 km mehr, dass du relativ easy gewinnen kannst. Also mit gleich auf bist du so ziemlich hart am Kämpfen. Heißt ja nicht umsonst unbeatable. Aber in manchen Szenarien fährst du mit dem richtigen Bild bei denen vorbei. Das ist... Dann denkst du dir so, hallo, das soll unbeatable sein. Und manchmal musst du kämpfen bis aufs letzte Zehntel. Einen haben wir jetzt noch vor uns. Das Team schlägt sich so lala. Jetzt sind wir nach vorne. Ja, da zeigt sich der Powerbit jetzt bergauf. Wir sind Erste, jetzt heißt es nur noch den Platz halten. Jetzt kommen wir gleich ins Mudkickers-Gelände. 70% geschafft von dem Rennen. Jetzt heißt es nur bitte nicht überschlagen bei den komischen Sprüngen. Für Sprünge ist dieser Bild wirklich nicht gemacht. Der viertplatzierte von unserem Team, also ja, das habe ich gemeint, aber nochmals gerettet. Aber zwei von uns kommen schon näher ran, das heißt, diese Runde sah von den Punkten auch richtig gut aus. So sagt, werden wir diese Runde gewinnen, wenn nichts Gröberes mehr passiert. Ab in die letzte Kurve, Endspurt, sechster Gang und ab durchs Ziel. Zweiter Win in dieser Runde und diesmal sieht es auch für uns ein bisschen besser aus. Gute 600 Punkte Vorsprung, 800 eher. Und somit steht es 1-1 in dem Blau gegen Team Driver Dare.
Das letzte Rennen wird das entscheidende Rennen werden. Ich versuche natürlich wieder das Beste zu geben, um einen Win herauszufahren. Nice, 1-1. Nochmal ausgeglichen. Und ein letzter Blick auf diesen wunderschönen, kann man nicht zwar sagen, aber ikonischen Peugeot 205 T16 Turbo in Pikes Peak Lackierung und Bodywork. Allradgetriebener Mittelmotor, 1,6 Liter Hubraum, damals in der Pikes Peak Verfassung um die 600 PS. Der Evo 2 hatte um die 450 bis 400, der Evo 1 hatte um die 300 bis 350 PS, je nach Aufladung. Natürlich kein Gewicht dank Gitterrahmen, Fiberglasverkleidung. Locker unter 1000 Kilo. Sicherheitstechnisch war damals auch noch nichts. Sicherheit wurde damals nicht so groß geschrieben. Und Vorfront bekam ich auch keine. Na toll. Und ab geht's ins letzte Rennen. Starten wir da auf Asphalt. Oder die vorne vom Pack. Ah, da vorne ist eine 90 Grad Kurve und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde gleich abgeschossen werden. Ah, gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Hinten das Chaos. Hoffe immer, es vermeiden zu können. Das heißt, es drei Driver-Dare hinter mir zu bringen. Eine Manta, zwei 205er. Den Manta hatten wir. Auf geht's. So es aussieht, meine Kollegen sind auch ein bisschen agro unterwegs. Aber solange sie mich nicht abschießen und nur die Driver da drin, soll mir das recht sein. Bergauf, der Mantel ist ein Wahnsinn, der hat ordentlich Leistung unter der Haube. Hat auch den Grip um die Kurve, aber nicht so. Ah, da merkt man schon, die Pikes Peak Aero ist, ja. Ja, danke für den Anstoßer. Ist halt luftwiderstandstechnisch relativ heavy. Bist du vorbei? Bitte. Gönn dir. Ja, jetzt kommt eine Kurve oder was. Ja, da habe ich mit meiner Aerodynamik schon ordentlich Vorteile. Hoffentlich streiten wir nicht zu viel. Ja, der Manta hat Leistung. Aber ich habe Grip. Sagen wir mal so. Die 205er, einen hole ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal. Der zweite wird sich auch bald gekrallt. So, da. Zwar ein bisschen angeschoben, aber was hätten wir? Jetzt heißt es, den ganzen ersten Platz noch ins Ziel retten. Möglichst sauber durchkommen. Ah, der Manta kämpft noch mit den 2,5er. Spitzkehre. So. Der Manta kämpft mit den anderen 2,5er. Da kommt irgendwie nicht vorbei. Ja, das ist das zu aggressive Fahren. Aber wahrscheinlich muss er so. Er hat einen relativ Powerbild, schätze ich mal. So wie der Style vorwärts geht. Ich habe halt wieder so ein Mixed Build. Rallye-Reifen, Allrad, sonst alles, so viel wie es geht in Power. Aber wenn man mal schon mal Rallye-Reifen und Allrad hat und das meiste schon serienmäßig bei der VCD schon verbaut ist, kann man leider nicht mehr viel machen. Somit geht es jetzt ab in die letzte Kurve, rechts ab in die sechste und ab durchs Ziel. Und so wie es aussieht, wird das ein Win für das Team Blau. Und die Freischaltung des Lancia Stratos. Jetzt heißt es noch 20 Sekunden abwarten. Also so aussieht, alle Driver da im Ziel. Einer ist noch unterwegs mit einem Subaru. Die letzten 10 Sekunden. Diese Runde klar gewonnen. Mit fast 2000 Punkten Vorsprung. Und so, Team Blau siegt.
2:1 gegen Team Drivatare. Nice. Die haben wir es nochmal. Einen Subaru, einen Manta, mein 2.5er, einen 9.59 und nochmal zwei Subarus. Songwen Chou abgeschlossen, Lancia Stratos freigeschaltet. Hier nochmal ein bisschen Kohle. Ein paar XP. So sieht's aus. Noch ein Level Up. Level 260. Prestige 2. Und ein Wheelspin. Was bekommen wir? Und 140.000 Credits noch obendrauf. Und somit sage ich auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rolli94.